Hallo, liebe Deutschlernende. Heute habe ich wieder einen weiteren Zungenbrecher für euch. Noor hat mich herausgefordert, diesen Zungenbrecher dreimal schnell hintereinander aufzusagen. Und ich werde mein Bestes versuchen. Der Zungenbrecher lautet: Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt... ich kann es nicht. Nochmal. Okay, Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt... Brautkleid bleibt Brautkleid. Okay, der zweite Teil ist ein bisschen schwierig. Also du kannst auch versuchen mitzumachen. Es ist... wie du siehst, selbst für einen Muttersprachler nicht ganz einfach, aber dadurch wirst du deine Aussprache, glaube ich, sehr, sehr viel verbessern, wenn du das schaffst. Also, Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Oh, meine Güte, ist das schwierig. Ist das schwierig. Puh, ja. Also erstmal, vielleicht kann ich mich kurz ausruhen, meine Lippen ein bisschen ausruhen und euch erklären, was das eigentlich heißt. Das ist ein bisschen einfacher für meine Lippen. Also Blaukraut. Blaukraut sagen wir in der Region, wo ich gerade bin, also in Berlin und auch im Norden, in Mecklenburg-Vorpommern, wo ich aufgewachsen bin, sagt man eher nicht Blaukraut, man sagt Rotkohl. Und zwar ist das etwas zum Essen, es ist ein Lebensmittel. Jetzt ist aber die Frage, warum nennen die einen das Rotkohl und die anderen Blaukraut oder Blaukohl. Nun, das ist eine Pflanze, ein Gewächs, ein Kohl, der entweder rot ist oder blau. Und das hängt aber nicht davon ab, was für eine Art es ist. Es gibt nicht zwei Unterarten und beide haben unterschiedliche Farbe. Nein, es ist ein und dieselbe Pflanze. Rotkohl und Blaukraut ist ein und dieselbe Pflanze, das ist dasselbe, aber die Farbe der Pflanze ändert sich, je nachdem, was der pH-Wert des Bodens ist. Was ist ein pH-Wert? Nun, pH-Wert ist ein Messwert, ist eine Einheit für wie sauer etwas ist. Ja, also zum Beispiel eine Zitrone ist sehr sauer. Entweder, ich weiß jetzt nicht, ob es hoch ist oder niedrig, aber entweder einen sehr hohen Wert oder einen sehr niedrigen pH-Wert. Ja. Eine Zitrone ist sehr sauer und eine Banane ist sehr alkalisch. Ja. Das ist auf dem anderen Spektrum des pH-Werts. Wie auch immer, also diese Pflanze, Blaukraut, beziehungsweise Rotkohl, ist entweder rot oder blau, je nachdem, ob der Boden sauer ist oder alkalisch. Ja? Ob der Boden entweder so ist wie eine Zitrone oder so wie eine Banane. Ja? Das hängt ab von dem pH-Wert. Und Brautkleid, naja, ist das Kleid, was eine Frau anhat, wenn sie heiratet, ja? Wenn sie eine Braut ist. Ja? Wenn ein Paar heiratet, dann nennt man den Mann und die Frau nennt man einmal den Bräutigam, das ist der Mann, und die Braut, das ist die Frau. Und die Frau, die Braut, hat meistens ein langes weißes Kleid an. Das ist dann ein Brautkleid. Ja? Okay, jetzt starte ich nochmal einen Versuch. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Also dreimal schnell hintereinander schaffe ich das nicht. Ich schaffe es
einmal gerade noch so. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Das, das Problem ist so dieses bleibt. Das letzte bleibt ist sehr verwirrend. Versucht's ruhig auch mal. Ich bin gespannt, wie es für euch ist. Wenn ihr es langsam genug macht, dann schafft ihr es bestimmt auch. Macht es einfach so langsam wie nötig, damit ihr es schafft. Und dann könnt ihr damit auch eure deutsche Aussprache trainieren, eure deutsche Aussprache üben. Ja? Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Wenn ihr wollt, dass ich noch weitere Zungenbrecher aufsage, mache ich das gerne. Sagt mir Bescheid, schreibt einen Kommentar und ich werde dann auch erklären, was der Zungenbrecher überhaupt heißt. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht und wir sehen uns morgen. Tschüss!